Seit fast einem Jahr steht die Fusion fest. Aus dem FC Wels und Hertha Wels wird zunächst die Spielgemeinschaft Hogo Wels. Ab der kommenden Saison 2024/25 geht man als FC Hertha Wels an den Start. Das Ziel, der Schritt in den Profifußball. Langfristig sehen wollen wir natürlich in die Bundesliga. Sonst hätte das ganze Szenario mit der Fusion wenig Sinn gehabt. Für die kommende Saison ist das Ziel unter die Top 3. Wenn wir es schaffen, dass wir aufsteigen, als Zweiter oder als Erster, je nachdem, wie es dann die Konstellation ist, nehmen wir es natürlich gerne. Aber prinzipiell ist einmal das sportliche Ziel unter den Top 3. Ja, die haben eine sehr gute Entwicklung, haben sehr, sehr viel Potenzial. Und ich denke schon, dass die absehbar in den nächsten Jahren Minimum, denke ich, Liga höher sein werden. Als achtgrößte Stadt in Österreich möchte man also in Zukunft einen Bundesligisten stellen. Auf diesem Weg brauchen die Welser natürlich die Lizenz für die zweite Bundesliga. Die wurde ihnen heuer noch verwehrt. Der Grund, ein Baubescheid. Da geht es darum, dass die Tonanlage nur maximal bis 22 Uhr laufen darf. Und in den Zulassungsbestimmungen ist, muss die teilweise bis 23 Uhr, weil wenn sie ein spätes Spiel ansetzen, dann muss das länger möglich sein. Und der Baubescheid gibt es leider nicht her. Während die erste Mannschaft in der nächsten Saison in der Regionalliga Mitte an den Start geht, spielt die 1B der Welser nächste Saison nicht mehr in der LT1 Oberösterreich-Liga, sondern in der Landesliga. Die Reserve soll vor allem den Nachwuchs fördern. Ich denke, dass es rein von der Entwicklung von den Spielern in der derzeitigen Situation der Landesliga gar nicht so viel schlechter ist als der Oberösterreich-Liga für uns, weil die Oberösterreich-Liga vielleicht auch zu stark ist. Neben den regulären Tabellen in der LT1 Oberösterreich-Liga und der Regionalliga Mitte gibt es heuer auch noch eine weitere Tabelle, die Zipfer-Fairness-Tabelle. Kann ja die Mannschaft, die am fairsten gespielt hat, über die ganze Saison hinweg, kann ja ein Spiel gewinnen gegen den LASK, das am 28. Juni abgehalten wird. Fairste Mannschaft ist die Mannschaft, die über das ganze Jahr hindurch die wenigsten gelben, die wenigsten roten Karten bekommen hat. Aktuell führt die ASK Öd in der Fairness-Tabelle um das Spiel gegen den LASK vor Ostermeeting und Micheldorf.